Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen Tutorial. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man einen Tag- und Nacht-Effekt im RPG Maker MV erstellt. Dabei ist das Tutorial in drei Teilen unterteilt. Im ersten Teil geht es dann darum, die Bildhüllungen einzubauen. Und im zweiten Teil kümmern wir uns darüber, dass die Läden nachts geschlossen haben. Oder auch tagsüber geschlossen haben, je nachdem. Und im dritten Teil geht es dann darum, dass es im Gebäude drin beleuchtet ist, obwohl es draußen dunkel ist. Viel Spaß mit dem Video und jetzt kommt das Intro. Als erstes öffnen wir die gewöhnlichen Ereignisse, indem wir zu Werkzeuge und dann auf Datenbank klicken. Wir benennen das erste Ereignis in Tag und Nacht, gehen dann zum Auslöser und wählen Parallelprozess aus. Anschließend erstellen wir noch einen Schalter, den wir ebenfalls Tag und Nacht nennen. In der leeren Zeile fügen wir jetzt 120 Frames Warten ein. Diese Wartezeit werden wir später noch ändern, damit der Wechsel nicht allzu schnell verläuft. Wir klicken direkt darunter und wählen Variable Steuern aus und benennen sie Tag und Nacht Steuerung. Dann klicken wir Hinzufügen und wählen Konstant 1 aus. Somit wird bei der Variable bei jedem Durchlauf eine Zahl hinzugefügt. Jetzt klicken wir darunter auf die leere Zeile und dann auf bedingte Verzweigung. Wählen unsere gerade erstellte Variable und wählen bei Konstante 1 aus. Und daneben das Gleichheitssymbol. Wir gehen jetzt direkt in die Beginnung und tönen den Bildschirm etwas. Die Tönungsdaten könnt ihr in der Videobeschreibung finden und jeweils die Werte abschreiben. Bei Frames geben wir noch 120 Frames Warten ein und einen Haken bei Warten bis auf Schluss. Die ganze bedingte Abzweigung kopieren wir jetzt einmal und fügen direkt unter Else, also wenn die Variable nicht 1 ist, ein. Jetzt ändern wir die gerade kopierte Variable und geben eine 2 ein. Danach wird der Bildschirmton wieder etwas dunkler getönt. Diese Werte könnt ihr ebenfalls in der Beschreibung nachschauen. Diesen Schritt wiederholen wir jetzt, bis wir bei Variable 8 angekommen sind. Die jeweilige Bildtönung für jede Variable steht wie gesagt in der Beschreibung, dort könnt ihr einfach die Werte übertragen. So, bei Variable 8 angekommen, kopieren wir diese noch einmal und fügen sie unter Else ein. Löschen dabei aber die Bildtönung. Erhöhen die Variable auf 9. Noch kurz den Haken bei Else-Entzweigung entfernen und klicken auf OK. Jetzt klicken wir in der Bedingung und wählen Variable Steuern aus. Klicken bei Operator Einstellen aus und geben den Wert 0 ein. Somit ist die Variable resettet und fängt wieder von vorne an. Jetzt gehen wir noch kurz zurück auf unsere Map und fügen ein Test-Event ein, das den Tag- und Nachtwechsel aktiviert. Wählt dazu irgendeine Grafik und eventuell noch eine Nachricht, damit ihr wisst, was dieses Ereignis tut. Und darunter schaltet ihr bei Schalter Tag und Nacht ein. Jetzt wird das Ganze getestet. So, das war das mit Teil Nummer 1, jetzt geht es weiter mit Teil Nummer 2. Jetzt geht es darum, dass man mit einem Schalter steuern kann, ob das Gebäude geschlossen oder offen ist. Jetzt öffnen wir nochmal unsere Datenbank, gehen zur Variable 5, wo es am dunkelsten ist, klickt auf die leere Zeile unter der Bildtönung und erstellt einen neuen Schalter, nennt ihn am besten Nacht und setzt ihn auf an. Dann geht ihr zur Variable 9 und setzt den gleichen Schalter wieder aus. Somit habt ihr einen Schalter, der euch zeigt, wann es Nacht ist und wann die Nacht wieder aufhört. Damit kann man zum Beispiel einen Laden nachts schließen. Nun klicken wir auf OK und gehen wieder zurück zu unserer Map. Um nun das Ganze zu testen, klicken wir doppelt auf die Türe, die wir in einem anderen Tutorial gemacht haben. Falls ihr das Tutorial nicht gemacht habt, erstellt einfach eine Türe, solltet ihr nicht wissen, wie das funktioniert, verlinke ich euch das Tutorial in der Videobeschreibung. Wir kopieren die erste Seite und fügen sie ein. Danach löschen wir den Inhalt, machen einen Haken bei Schalter und wählen den Schalter Es ist Nacht aus. Danach klicken wir auf die leere Zeile und wählen Texteingabe aus. Dort schreiben wir dann sowas wie nachts geschlossen. Ein kurzer Testlauf
ob alles gut geklappt hat. Möglicherweise müsste bei den gewöhnlichen Ereignissen die Wartezeit noch etwas erhöhen, damit die Nacht etwas länger bleibt. Die Wartezeiten werden später noch bearbeitet. Das war jetzt Teil Nummer 2, jetzt geht es weiter mit Teil Nummer 3. Wir müssen uns jetzt noch darum kümmern, dass es im Gebäude hell erleuchtet ist. Weiter geht's mit dem Tutorial. Jetzt gehen wir zu der Türe auf der ersten Seite und erstellen ganz am Anfang einen Schalter. Nennt ihn zum Beispiel Indoor. Schaltet den Schalter auf An, klickt auf OK und geht danach zu euren gewöhnlichen Ereignissen. Geht nun zu Variable 1, klickt direkt auf die Bildtönung und wählt die bedingte Abzweigung aus. Dort wählt ihr den Schalter Indoor aus, noch einen Haken bei Else Abzweigung und klickt auf OK. Schneidet dann die erste Bildtönung aus und setzt ihn in die Else Abzweigung. Wenn der Schalter an ist, soll eine Wartezeit von 120 Frames kommen. Oder eben eine Wartezeit, die genauso lange ist wie die Bildtönung. Nun gehen wir zur zweiten Variable und wiederholen den Schritt. Direkt auf die Bildtönung klicken, bedingte Abzweigung, die Bildtönung dann in Else Abzweigung und wenn der Schalter an ist, die Wartezeit. Das wiederholen wir mit allen 8 Variablen. Jetzt gehen wir wieder zur Türe und setzen direkt nach dem Teleport eine Bildtönung. Die Werte könnt ihr ganz normal lassen und setzen die Wartezeit auf 1 Frame. Den Haken bei Warten entfernen wir auch noch. So, jetzt öffnen wir einmal die Datenbank, gehen zu unseren gewöhnlichen Ereignissen und kopieren ab Variable 1 das ganze Ereignis. Jetzt gehen wir in den Indoor-Bereich und klicken dort auf das Ereignisfeld, wo der Teleport ist. Wir markieren die Zeile direkt nach dem Teleport und fügen das eben kopierte Ereignis rein. Nachdem das gemacht wurde, kopiert bei Variable 1 die Bildtönung und löscht die Verzweigung mit dem Indoor-Schalter und fügt danach wieder die Bildtönung ein. Ändert noch die Dauer auf 1 Frame, entfernt den Haken bei Warten auf Schluss und klickt auf OK. Das wiederholt ihr nun bei allen 9 Variablen, so dass bei jeder Variable nur noch die Bildtönung mit einem Frame da ist. Die 9. Variable könnt ihr löschen. Als letztes fügen wir noch eine Wartezeit ein, damit der Wechsel zwischen den Bildtönungen nicht allzu schnell geht und die Nacht etwas länger hält. Je nach Belieben kann man an den Stellen mehr oder weniger Wartezeiten einfügen. Solltet ihr das gemacht haben, sind wir auch schon am Ende des Tutorials. Jetzt haben wir einen Tag- und Nachtwechsel, die Läden können nachts oder tagsüber schließen und im Indoor-Bereich ist es nun immer hell erleuchtet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Tutorial. Bis dahin, Tschüssikowski!